Herzlich willkommen und Hallihallo zu einem neuen Subgenre-Video des Nornennetzes. Wir befinden uns aktuell noch in unserer Let's Get Punk-Saison, in der ihr über den Sommer und den Herbst ganz viele verschiedene Punk-Genres vorgestellt bekommt. Und in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Cyberpunk. Ich bin Eleanor Avell und habe mir als Gast dazugeholt Alex Prim. Vielen lieben Dank, dass du hier dazugekommen bist, um mit uns über Cyberpunk zu reden. Ich bin Norne im Nornennetz. Ich bin Autorin von dystopischen Romanen, Grafikerin und Gamerin. Ich bin Alex, aka die seltsame Person mit dem Alpaka. Ja, das ist mein Maskottchen, das ist Wölkchen. Ich bin auch Autorin, viel eher Autor. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin genderfluid und außerdem betreibe ich einen Webblog, der sich da Alpaka-Wolken nennt, wo ich halt unter anderem auch über verschiedene Punk-Genre und ansonsten auch gerne über Urban Fantasy blogge. Deswegen bist du der Profi heute hier im Gespräch. Mhm. Ich übernehme die Moderation und wir fangen mit der Frage an, der Grundfrage, ab wann kam Cyberpunk auf und in welchem Kulturkreis als erstes? Denn meistens ist es ja so, dass Genres tatsächlich verortet an einem bestimmten Land zuerst aufkommen und sich dann weiter verbreiten und dadurch auch verändern und weiterentwickeln. Und das wäre meine erste Frage. Ja, Cyberpunk ist so ein bisschen kompliziert, wenn man genau den Anfang des Genres setzen möchte. Ist aus der ganzen New Wave Science Fiction Sache rausgekommen, wo halt eben jetzt zum Beispiel auch Ursula K. Le Guin mit dazugehörte. Da gab es damals das Magazin New Worlds, was halt eben neue Arten von Science Fiction entwickeln wollte. Und da drin kamen dann halt eben die ersten Kurzgeschichten hervor, die ich dann halt im Genre Cyberpunk später verorten würden. Und das Ganze war dann, also benannt wurde das Genre erstmalig dann Anfang der 80er Jahre. Ja, lange fehlen dann, ja, die Namen noch, ne? Erstmal genau. Weiß man nicht so genau, wie nennen wir das jetzt, bis dann tatsächlich, ha, der Begriff. Genau, und das war halt eben dann erstmals Anfang der 80er Jahre, als halt eben dann eine Anthologie unter dem Titel Cyberpunk herauskam. Und der Titel hat sich dann halt gehalten. Ja, stimmt. Cyberpunk ist ja durchaus sehr von Science Fiction beeinflusst und das führt uns auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar hat ja jedes Punk-Genre etwas gemeinsam und zwar die Rebellion quasi gegen bestimmte gesellschaftliche Strukturen. Das ist die Basis, die eigentlich jedes Punk-Genre quasi vereint. Und pro Genre gibt es aber immer noch die ganz spezifischen Kernelemente, wie zum Beispiel jetzt bei anderen bekannten Punk-Genres, bei Steampunk hat man die Dampftechnik plus viktorianische Elemente oder bei Clockpunk hat man Uhrwerktechnik. Und die Frage ist jetzt, was sind die Kernelemente von Cyberpunk gekoppelt mit der Frage, welche Aspekte sind quasi die, ja, rebellischen beim Cyberpunk? Also Cyberpunk hat seinen Namen effektiv davon, dass halt eben sehr viel Cybertechnologie, also zum einen haben wir die Matrix, die effektiv immer eine Rolle spielt, das ist sozusagen ein Internet der Zukunft, in das sich Leute halt wirklich einpluggen können und dann physisch effektiv in diesem digitalen Raum existieren können. Zum anderen haben wir aber halt eben auch die Elemente der Cyber-Gliedmaßen, die halt eben viele Leute mit sich tragen und sich, um sich dadurch verbessern zu können. Das ist halt eben einer der zentralen Punkte. Was natürlich auch zum Weltenbau mit dazugehört, ist, dass Cyberpunk eigentlich effektiv immer in einem Hyperkapitalismus existiert. Und dieser Hyperkapitalismus, also gutes Cyberpunk kritisiert ihn, schlechtes Cyberpunk nimmt ihn einfach als gegeben hin. Das ist so eine Sache. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Cyberpunk ist in Amerika groß geworden und da ist damals stark geprägt worden vor der Angst vor Japan. Das ist halt eben, als der Cyberpunk in den Ende der 70er, Anfang der 80er aufkam, war halt eben in Amerika gerade es wirklich so,
dass Japan unglaublich viele Sachen aufgekauft hat, weil Japan diesen unglaublichen Wirtschaftsboom erlebt hat. Und es ist dann halt eben dazu gekommen, dass die Amerikaner Angst wirklich davor hatten, dass die Japaner ganz Amerika aufkaufen und dann alle mit Stäbchen essen müssen. Die Vormachtstellung, unser Kulturkreis könnte irgendwie von einem anderen mehr beeinflusst werden als unserem. Nein! Genau. Und deswegen sieht man halt eben gerade bei diesem Hyperkapitalismus, gerade im frühen Cyberpunk, aber es zieht sich auch bis heute durch, sieht man halt eben immer wieder die asiatischen Einflüsse da drin, dass du halt eben die asiatischen, also vor allen Dingen die japanischen Firmen hast, die halt eben diese Vormachtstellung haben. Das macht es aber auch gleichzeitig interessant, dass halt eben auch Anfang der 80er Jahre ist das Ganze mit nach Japan rübergeschwappt. Genau. Und in Japan haben sie ein komplett eigenes Interpretation des Cyberpunk-Genres entwickelt. Und der Unterschied ist vor allen Dingen auch in den Geschlechterrollen unglaublich groß zwischen japanischem und dem amerikanischen Cyberpunk. Ja, das glaube ich gern, weil ja gerade die Kulturkreise das auch sehr unterschiedlich behandeln. Ich kenne zum Beispiel Cyberpunk hauptsächlich aus dem asiatischen Raum, vor allem aus dem japanischen, dadurch, dass ich als Teenager wahnsinnig viele Comics gelesen habe. Und ja, viel von Clamp halt auch. Und die haben gerne Cyberpunk verwendet. Ja, es ist halt eben ist vor allen Dingen so, dass in japanischen Cyberpunk gibt es fast nur weibliche Hauptrollen. Also während in einem amerikanischen hast du diese sehr toxisch maskulinen männlichen Hauptfiguren. Im japanischen Cyberpunk sind es fast immer weibliche Hauptfiguren. Ob jetzt Major bei Ghost in the Shell oder Lane in Serial Experiments Lane. Das sind halt immer die weiblichen Hauptfiguren, die dort im Zentrum stehen. Wobei das Geschlechtliche auch relativ offen ist, weil gerade in den japanischen Mangas ist es manchmal ja gar nicht wirklich zuordnenbar, ist das jetzt eine männliche Hauptfigur oder eine weibliche. Das fand ich damals auch sehr spannend, weil ich aus dem Kulturkreis das erste Mal das überhaupt aufgenommen habe, nicht binär zu denken. Ja, interessant in die Richtung ist auch Angel Sanctuary von Kaori Yuki. Das ist technisch gesehen Urban Fantasy, hat aber halt eben auch Cyberpunk-Elemente mit drin. Es geht technisch gesehen um eine Dekonstruktion des Geschlechts. Mhm. Also du hast sehr viel Mythologie und alles da drin, aber der Kern der Geschichte ist die Konstruktion von Geschlechtern und das enge Rebellieren, weil sie nicht das ihnen zugeordnete Geschlecht haben wollen. Genau. Und das ist ja auch sehr spannend, gerade im Aspekt mit der Technik. Wie du vorhin ja schon gesagt hast, geht es bei Cyberpunk viel darum, wie sich technische Möglichkeiten auch entwickeln. Da ist zum einen, also mich beschäftigt immer sehr viel dieser Umweltaspekt, weil dadurch, dass die Technikentwicklung sich ganz oft bei Cyberpunk-Geschichten und gerade mit dieser Herrschaft der Firmen und des Hyperkapitalismus dahin entwickeln, dass die Umwelt mehr oder minder verdrängt wird, dass auch ganz oft Maschinen quasi die Arbeit übernehmen. Also wir haben alles abgeholzt, die Luft wird nicht mehr ordentlich mit Sauerstoff angereichert, also bauen wir eine Maschine, die übernimmt das. Das ist gerade in diesem Umweltfaktor ganz, ganz viel, dass Maschinen die Tätigkeit der Umwelt übernehmen und die gerade die Stadt-Settings, deswegen hat man wahrscheinlich sehr viel Urban Fantasy mit drin bei solchen Cyberpunk-Geschichten, sich sehr ausbreiten. Ja, das stimmt. Es ist halt eben, ich meine, man muss halt eben dran denken, dass Cyberpunk in den meisten Fällen dystopisch ist. Mhm. Also es möchte halt eben keine Utopie sein. Es ist effektiv praktisch das Gegenteil von Solarpunk. Also beziehungsweise Solarpunk hat sich dann als Gegenteil von Cyberpunk entwickelt. Und es ist halt eben wirklich so, es soll halt dystopisch sein. Es soll halt eben eine schlechte Ausgang. Das ist halt für mich ein großes Problem mit modernem Cyberpunk. Das vergisst teilweise, dass es dystopisch ist. Das ist halt so in diese, ja, cool Cyber-Ästhetik verliebt, mit den Neonlichtern und so weiter, dass es da dabei vergisst, dass es halt eben dystopisch und gesellschaftskritisch auch sein sollte. Idealerweise natürlich heute ohne den anti-asiatischen Rassismus, der das frühe Cyberpunk so stark geprägt hat. Aber das kriegen halt viele auch nicht hin. Also jetzt Cyberpunk 2077 hatte halt eben auch massiv viel von diesem anti-asiatischen Rassismus mit drin, sehr subtil. Ja, Rassismus ist ja leider auch ein Thema, das in unserer Zeit, anstatt uns in die Richtung zu entwickeln, dass es abgebaut wird, sind momentan ja viele gesellschaftliche Gegebenheiten so, dass es wieder stärker zum Tragen kommt, bedauerlicherweise, was ich denke, was sich wahrscheinlich in diesen Genres in nächster Zeit auch wieder dann niederschlagen wird. Deswegen sollte man da ein bisschen drauf achten, wenn ihr gerade jetzt Cyberpunk-Genres ins Auge fasst, achtet darauf, wenn ihr das konsumiert, achtet darauf, wenn ihr es selber auch herstellt, dass ihr in diese Falle nicht
nicht hineintappt und diese rassistischen Aspekte mit hineinnimmt, weil gerade Punk ja auch dafür da ist, gegen die gesellschaftlichen Missstände zu rebellieren. Ne? Gerade die Technik. Wie entwickeln sich diese technischen Sachen? Was kann da passieren? Wie du vorhin schon gesagt hast, es geht nicht nur um die Realität. Also ich baue hier eine Maschine, die jetzt die Umweltfaktoren ersetzt, sondern eben auch um die virtuelle Welt. Ne? Was passiert mit unserer virtuellen Konstruktion? Wie kann die sich entwickeln? Und da hattest du vorhin ja schon Matrix erwähnt. Da wollen wir noch mal drauf eingehen. Genau. Ja, Matrix-Filme sind halt eben so eine relativ besondere Sache gewesen. Die Matrix-Filme sind ja, wie wir mittlerweile wissen, von zwei transgeschlechtlichen Schwestern gemacht worden. Und technisch gesehen ist es so, dass die ganzen Matrix-Filme zentral sich darum drehen, um Transgeschlechtlichkeit und um Transition. Die rote Pille, die ist halt rot. Weil zur damaligen Zeit, als die Filme herauskamen, waren Östrogenpillen, die für zur Transition genommen wurden, rot. Und das Ganze ist halt tatsächlich eine Transnarrative. Also eigentlich ist Neo eine Transfrau. Und die Geschlechterrollen sind ja sowieso sehr wenig auf Klischees spezifiziert. Also gerade auch, wenn ich mir Trinity als Figur angucke. Ich fand das damals ganz, ganz großartig, ohne überhaupt zu realisieren, was mir daran so extrem gefällt. Aber gerade diese ganzen Zuweisungsklischees, wie sich weibliche Rollen und wie sich männliche Rollen zu verhalten haben und das gar nicht einem so aufs Auge zu drücken. Ne? Hier hast du den Helden, der agiert und der macht und hier hast du halt die Frauenrolle, der passieren Dinge. Sondern dass das alles nicht wirklich eine Rolle spielt in den Filmen. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Das ist halt eben allgemein etwas, was bei Cyberpunk sich auch wirklich durchzieht, diese Trans-Repräsentation. Also auch in den ersten Büchern, die zu Cyberpunk herauskamen, kamen tatsächlich schon Trans-Rollen drin vor, was halt eben, das war in den 80er Jahren, also das war wirklich weit vor der Zeit. Und es ist halt eben so eine gemischte Sache mit Cyberpunk, weil es ist halt, natürlich hat dieses mit dem Transhumanismus und so weiter, ist unglaublich anziehend für Transmenschen. Und halt eben diese zukünftigen Welten, also zum einen, dass man halt eben sich in der virtuellen Welt der Matrix halt eben immer wieder bewegen kann und dort halt eben auch eine Form annehmen kann, die man tatsächlich haben möchte und halt eben sich so präsentieren kann, wie man gesehen werden möchte. Das hat man halt eben unglaublich viel drin. Und zum anderen aber auch, dass halt eben durch diese Cyberware, also die Cybergliedmaßen und so weiter und so fort, dass halt eben die Medizin so weit fortgeschritten ist, dass man den Körper auch wirklich in der Realität haben kann, den man haben möchte. Der nächste technische Aspekt, nicht nur Geräte, um jetzt Umweltfragen zu klären, sondern eben die Biomasseveränderung würde ich das jetzt einfach mal nennen, dass Tiere auch, aber auch menschliche Körper oder auch künstliche Intelligenzen, dass man sich komplett in einen maschinellen Körper verpflanzt, das hat ja auch das Thema, gerade für diese nicht binäre Geschlechterspezifikation sehr geöffnet, weil Maschinen grundlegend ja erstmal nicht geschlechtlich zugeordnet werden, auch wenn das natürlich manchmal, wenn es gerade in die andere Richtung geht, von wir erschaffen eine künstliche Intelligenz und vermenschlichen die, dann wird das wieder mehr aufgeprägt, aber bei Cyberpunk geht es ja eher in die andere Richtung, in die Richtung von das, was wir immer biologisch als die Tatsache empfinden und so muss das sein, gerade in diese andere Richtung, durch Hilfe dieser maschinellen Aspekte bewegen und sagen, nein, muss es gar nicht und ich nutze das quasi auch als Hilfsmittel. Ja, allerdings darf man halt auch nicht vergessen, dass die Versalberung der Körperteile halt eben teilweise auch sehr kritisch gesehen wird in Cyberpunk, weil das halt eben auch diesen hyperkapitalistischen Aspekt hat, dass Menschen halt eben, um mehr leisten zu können, vercybert werden. Und deswegen gerade die armen Leute unglaublich viel Cyberware implantiert haben, die halt ihnen aber auch nicht gut tut. Man hat halt eben, das ist leider auch etwas, was kritisch betrachtet werden muss. Man hat halt eben sehr häufig auch als Thema in Cyberpunk das Thema der Cyberpsychosen, das effektiv sagt, dass wenn man einen bestimmten Anteil des Körpers vercybert hat, dann ist das halt eben nicht gut für die Psyche. Aber das geht halt eben leider sehr häufig in ableistische und sanistische Elemente über. Das ist leider
auch so ein kritischer Aspekt von dem Genre. Ja, das ist ja ganz häufig, wenn du Sachen auf eine Weise betrachtest, hat das dann immer trotzdem noch eine andere Sichtweise, die beachtet werden muss, gerade was Prothesen angeht. Das ist so eine Gratwanderung bei dieser Robotisierung, die das jetzt kurz so nennen. Und auch gerade dieser Aspekt, wenn du zu viel von diesen Implantaten hast, dass die Biologie, dieser Kampf der Technik gegen die Biologie, was ja auch gerade in unserer heutigen Zeit das ist, wovor die Menschen sich viel fürchten. Ne? Dieses, was bringt uns das in der Zukunft, wenn die Technik so viel übernimmt? Was wird passieren? Sind wir irgendwann überflüssig? Wie sieht unsere gesellschaftliche Entwicklung aus, wenn wir alle keine Jobs mehr haben müssen? Wie geht das weiter, ne? Und die Maschinen uns alle ersetzen? Und auch der Klassizismus, finde ich, spielt beim Cyberpunk, wie du es ja auch angesprochen hast, ne? Gerade die armen Menschen bekommen dann unheimlich viele Bioimplantate oder die für die Firmen dann arbeiten müssen. Die reichen Leute, die machen sich nur die schönen Sachen. Meine nächste Frage würde sich dann auf die zeitliche Platzierung beziehen. Da haben wir zwar schon sehr viel angedeutet, ich würde das aber gerne noch mal kurz genauer herausarbeiten, weil bei anderen Punk-Genres ist es zum einen entweder so, dass du die Genres nur in einer bestimmten Zeit stattfinden lassen kannst, wie bei Plastikpunk zum Beispiel. Den kannst du natürlich erst stattfinden lassen, wenn die Plastikproduktionsentwicklung so weit ist, dass du sagen kannst, außer Plastik ist nichts mehr auf der Welt. Und bei Genres wie Clockpunk und Steampunk zum Beispiel, da hast du ja von der gesellschaftlichen Kultur einmal die viktorianische beim Steampunk und einmal die Renaissance-Barockgesellschaft im Clockpunk, aber obwohl diese Genres tatsächlich diese Gesellschaftsformen als Basis haben, kannst du das Genre trotzdem zeitlich verpflanzen. Also du musst nicht tatsächlich im viktorianischen Zeitalter für Steampunk schreiben, sondern du kannst diese viktorianische Gesellschaftsform mit dem Kleidungsstil und mit den Etiketteregeln auch in die Zukunft verpflanzen. Wie sieht das mit dem Cyberpunk aus? Ist das jetzt tatsächlich absolut ein Genre nur für zukünftige Settings oder könnte man das theoretisch zeitlich auch verschieben? Also es ist mit Cyberpunk so, dass es normalerweise eigentlich immer in zukünftigen Settings spielt. Es gibt allerdings die Variation, dass es halt eben Alternate Realities sind, wo sich halt eben dann in den 80er, 90ern die Timeline aufgeschaltet hat und dass wir halt eben effektiv in der Gegenwart aber mit mehr Cybersachen sind. Das hat man halt eben zum Beispiel bei Shadowrun ist es ja zum Beispiel so, dass um die Jahrtausendwende der Schnitt bereits war, dass sich halt eben die Timelines aufgeteilt haben und dass dann sich da halt eben schon in den 2020ern, 2030ern die Cyberware entwickelt hat. Und zum Beispiel auch halt eben Cyberpunk 77 beruht ja auch auf ein Rollenspielregelwerk, das halt eben seinerseits auch mit Cyberpunk 2020 anfing. Mhm. Was halt eben vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt von Catherine Bigelow den Film Strange Days, der ist auch ein Cyberpunk-Film. Mhm. Und der spielt im Jahre 2000, also der spielt beim Jahrtausendwechsel schon. Was würdest du jetzt noch sagen, wäre für das Genre Cyberpunk ganz, ganz wichtig und elementar, was man zusätzlich zu der Überlegung, was die Basiselemente von Cyberpunk sind und gegen welche Umstände konkret Cyberpunk auch als Punk-Genre rebelliert, noch wichtig wäre, um das Genre so allumfassend zu begreifen? Also was man halt eben wirklich begreifen sollte, wäre halt eben, dass es tatsächlich unterschiedliche Cyberpunk-Genre gibt. Also wie gesagt, es gibt halt eben vor allen Dingen das japanische Cyberpunk, was halt einfach ein eigenes Genre ist. Das hat eigene Konventionen, das folgt eigenen Regeln im Vergleich zu dem westlichen, also vorrangig amerikanischen Cyberpunk. Und was halt eben durchaus auch interessant ist, ist halt eben, Cyberpunk hat eine eigene Bewegung von Frauen. Das nennt sich halt eben der Cyberfeminismus. Mhm. Der hat sich halt eben aus dem Cyberpunk heraus entwickelt und beschäftigt sich damit, wie in einer Welt voller moderner Technik und Internet und Verbindungen Feminismus weiterentwickeln kann. Das früheste war halt eben das Cyberpunk-Manifesto von Donna Haraway. Das kam schon in den Mitte der 80er Jahre heraus. Und dann das Cyberfeminist-Manifesto, was halt eben Mitte der 90er herauskam. Sehr schön. Ja, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Video. Wir haben wirklich wahnsinnig viele ganz, ganz tolle Informationen von dir bekommen für das Genre Cyberpunk. Und ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitgenommen in diesem Video. Vielen Dank fürs Angucken und dann bis nächstes Mal. Tschüss. Ja.